We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cal still firing, Cole. The 22nd are still fighting. It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole! Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was won here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star and promoting you to First Lieutenant. Earl, Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. Two of the dead guys caught in the crossfire were carrying army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Neuer Fall, neues Glück und damit wieder herzlich willkommen zu Let's Play LA Noire. Ich will immer wieder dieses Let's Play weglassen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Ich würde jetzt gerne mal einen schönen Anzug anziehen. Ja, hört sich gut an. So, ja, erstmal willkommen wieder zurück zu Let's Play LA Noire. Ich hab's schon wieder gesagt. Und wir gehen jetzt erstmal zum Auto. Ich habe ja gesagt, ich fahre nicht mehr. Ich werde jetzt meinen Partner fahren lassen. Ja, und dann kriegen wir das schon irgendwie hin, würde ich sagen. Ich muss nur erstmal hier die Treppe runter. Och, das ist aber schön. Das sieht aber schön aus. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Hier lang. So, Exit rechts. Und jetzt links. Jetzt links geradeaus. Ach ja, wir kommen ja jetzt hier bei diesem Arztmist rum, gell? Ja, ja. So, wunderbar. Dann lassen wir doch mal unseren Partner wieder fahren. Er macht das doch immer eigentlich sehr traumhaft. Gehen wir doch gerade mal zu dem Club. Nachtclub, Nachtclub. Ach, das ist aber schön. Dann gucken wir mal, was es im Nachtclub zu finden gibt. Parker and Green are going toe to toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. Club oder 111 Club. Homicide guys are already inside. Ach so, jetzt sieht man gar keine Tänzerin mehr. Back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vicks? Two musicians, Biddleston and Bow. And get this, they used to be in a four-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Das macht ihm natürlich Spaß. Ja, scheiße. Boah, du siehst fies aus, mein Freund. Pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Ja, allerdings, der Ärmste. Oh Gott. Ja, der ist ein bisschen matsch, ne? Was haben wir denn hier? Kippen. Oh, ein Stummelchen. Bringt nix. Okay, weg mit dem Scheiß.
Vielleicht hier die Zigarettenpackung. Was ist das? Auch gar nichts. Hm, okay, scheiß drauf. Dann ist hier schon mal nichts. Hier sind überall Flaschen, da ist... Du guckst ja da hin, was es da gibt. Was haben wir hier? Patronen? Nee, das ist, ja, das ist ja nix. Hat er nicht hier Patronen gesehen? Da habe ich mich da jetzt verguckt. Ich glaube, ich habe mich verguckt. Hm. When you're ready to have a civil conversation, we can try it. Niedlich. Was haben wir denn hier alles? Hier ist ja gar nichts. Ah, Flasche brauche ich nicht. Hier ist B. Was ist das? Aha. Well maintained. Custom case. Someone cared for this instrument. Ja, allerdings. Was ist das denn? Ach so, ja, okay. Ich weiß, was das ist. Ich kenne mich ja mit Tuten. That click? Was? Wie hat das da geklickt? Du sagst mir jetzt aber nicht. Wah! Jetzt habe ich mich aber erschrocken. The case must have cost more than the trumpet. Jetzt habe ich mich aber erschrocken, Mann. Geil. Was ist das denn? Blue Room Tickets. Aha. Neues Ziel, Blue Room. Follow up on the musician angle. Blue Room kennen wir doch schon, oder nicht? Ja, ist doch eine Injektionsspritze. Kept his stash close at hand. Scheiße. Mein Gott, ey. Scheiß Drogis. Okay, das kennen wir schon. Ja, ja. Er macht zu. Ah, oh nein, ich will das Ding nochmal. Nein, 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 nein. Ich will doch nochmal. Ich will nochmal. Ich habe die Trompete noch nicht angefasst. Ich muss doch die riesen Trompete mal anfassen. Schön. Schönes Ding. Jetzt habe ich mir aber erschrocken, du, ey. Mann, 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 Mann. Biddlestone. Ja, du siehst auch nicht gut aus, Kumpel. Ich geht's. Bäh. I. Das ist ja richtig eklig. Bäh. Was haben wir hier? Wieder eine Bisswunde wie im letzten Fall vielleicht? Nö, gar nichts. Komm, leg wieder zurück. Dann lass uns mal gucken, vielleicht hat er ja hier irgendwas drin. Jo, Tatsache. Ah, schon wieder Morphium. Das Zeug kriegen wir aber auch nicht weg. Mann, das gibt's doch gar nicht. We have a new source, or is this coming from what's left in circulation? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall schlecht, dass das Zeug noch da ist. Aber der hat eine coole Krawatte an. Passt auf jeden Fall zur Musik. Das ist gar nichts, oder was? Was hast du denn am Arm? Hast du da irgendwas? Nö. Tot. Wann setzt eigentlich die Leichenstarre ein? Müsst ihr die nicht eigentlich schon längst eingesetzt haben? Ich kenne mich doch nicht aus mit Leichen. Das ist mal ohne Scheiß. Ah, hier haben wir unser Instrument. Sind hier auch Schusswunden? Oh! Oh! Scheiße! Das ging ja mal durch. Na klasse. Wo ist denn der Doc? Der Doc war doch eben auch noch da, oder nicht? Was haben wir hier? Problem ist einfach, ich habe meine Intuition ver... Ja, da bringt der Ventilator ja sehr viel. Ich habe meine Intuition... Was sind das, Waffen? What the fuck? Brand new, never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Ja, allerdings. This guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get three of them? Das ist schon krass. Oh, das sind ganz schön viele Päckchen kippen. A dozen packs to a carton, 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. Na, für ein paar Monate willst du mich verarschen? Army surplus morphine, army surplus weapons, army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Ja, allerdings, das sollten wir wirklich machen. Neuer Hinweis, Coolidge Raub, Raubdetectives treffen und Hollywood Revier. Das sollten wir als nächstes machen, aber als... Hier ist doch der Arzt. Find anything interesting? Alter, ich will mit dir quatschen. Gehst du mal nicht weg? Ach, ich kann mit dir gar nicht reden. Bist doch mein Homie. Warum kann ich nicht mit dir reden? Das ist ja eigenartig.
kann mit dem nicht reden, das ist ja geil. Gut, dann reden wir halt mal mit der Hostesse. Phelps, work the morphine angle. I'll work the stiff. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Du bist doch nicht anders gewohnt, das... Oh nee, ich sag jetzt nichts. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes, just like the others. Das ist gar nicht wahr. You wanna level with me, miss, before we start taking an interest in you? This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day Massacre. Are you getting the picture? Das ist eine ganz schöne Mistsau. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Hm, ich glaube, das ist sogar richtig. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Na, ich brauche noch ein bisschen. Scheiße. Ja, das hätten wir. So, kann ich mit dir jetzt quatschen? Nö. Any ideas? Ja, wir müssen irgendwo hin. Back to the station. We need to speak to someone on the robbery detail. Kann ich jetzt mit dir reden, Alter? Arzt. Take a look around, Phelps. Looks like a straightforward execution to me. Ja, das ist allerdings richtig. Kann ich mit dir quatschen? Hey. Ja, dann halt nicht. Oh, mir juckt die Nase. Jungs und Mädels, mir juckt die Nase. Habe ich jetzt hier alles? Ich weiß es gar nicht. Oh, da ist ja noch eine Leiche. Okay, ich habe doch noch nicht alles. Ja, darf ich dich nicht angucken, oder was? Oh, scheiße. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city... Oh, das tut mir leid, Jungchen. Blutunterlaufenes Auge. Oh, das ist... Entschuldigung. Das finde ich immer hart. Leute, die den Krieg überlebt haben, die haben in meinen Augen irgendwie was Unsterbliches. Wisst ihr? So einer, der im Krieg war und nicht stirbt, das hat für mich sowas Unsterbliches. Aber wenn er dann auf einmal wieder im normalen Leben ist und dann beispielsweise die Treppe runterfällt und sich das Genick bricht, das finde ich ganz schlimm. Weil, weißt du, musst dir mal überlegen, du überlebst den Krieg, Granateneinschläge, Kugeln über deinen Kopf, was weiß ich, überlebst du alles. Und dann stolperst du die Treppe runter und brichst dir das Genick als beispielsweise. Das ist, manche Sachen sind echt hart. Hey, was ist ein Grafikfehler? Ja, das ist ein Grafikfehler. Ich würde gerne mal ja, scheiß Einschussloch. Bah. Scheiße, Mann. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Willst du mich verarschen? Nix! Gar nichts! Gut, von mir aus, okay. Hast du halt nichts. Ist das ein Buch da hinten? Da komme ich nicht hin. Ah, oh! They didn't even try to crack the safe. Ja, das sehe ich. Aber ich... Hallo, ich würde gerne mal... Ach, leck mich am Arsch. Weißt du... Oh, was haben wir denn hier? Hier nichts mehr? Hier auch nichts mehr? Was ist das denn? Okay, ich glaube, wir hätten alles, ne? Ja, hau mir ab. Tschüss. So, wo müssen wir hin? Haben wir hier eigentlich jetzt alles? Jo. Dann gehen wir erstmal ins Hollywood-Revier. Und den Rest machen wir dann. Ne? Aber gut, meine lieben Zuschauer, ich mache jetzt den Schnitt und im nächsten Part geht's dann weiter, ne? Also, wir sehen uns dann später wieder. Bis dann, ne? Haut rein.